Jetzt kommt eine Frau, die hat Anfang des Monats eine wunderbare Auszeichnung bekommen. Die Goldene Kamera für die beste Musik national. Und das völlig zu Recht. Sie war so gerührt, meine Damen und Herren. Wir zeigen Ihnen das mal. Verdammt, ich habe es mir fest vorgenommen. Das ist immer so, wenn man einfach nicht weiß, was man sagen soll, sich den ganzen Tag den Kopf zermartert, wenn man hier oben steht und tatsächlich diesen Preis entgegennimmt. Ich bin wieder mal emotional sehr gerührt, weil ich einfach sowas in meinem Leben niemals gedacht hätte. In den letzten 10 Jahren ist sie förmlich in die Umlaufbahn der Megastars geschossen worden. Sie ist die Königin des deutschen Schlagers. Sie ist ein Phänomen. Und es ist schön, dass sie in der ersten Sendung Willkommen bei mir im Jahr 2012 schon wieder zu Gast ist. Herzlich willkommen, immer wieder gerne, Helene Fischer. Bei mir an. Mein Kopf schlägt gleich ganz laut Alarm. Lass doch nicht nachts dein Handy an. Doch da schreit schon mein Herz, ich muss zu dir. Egal, egal wie oft ich noch zu Boden knall, für eine Nacht mit
Dankeschön. Dankeschön. Helene Fischer. Ja, ja, gibt es, gibt es, gibt es, gibt es. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Liebe Helene, ich glaube, alles, was im Moment passiert, der große Erfolg und überhaupt alles, ist das ganze Gegenteil als die Hölle für dich, oder? Ja, nee, also absolut. Es ist eher wie im Himmel. Ja. Genau. Aber das ich sehe ganz gerne drüber. Das Jahr 2012 ist ja noch jung. Da kann man fragen, ja, was hat das Phänomen Fischer denn in diesem Jahr alles vor? Du, ich habe mir schon noch ein bisschen was vorgenommen. Also ich freue mich natürlich so sehr über diese tollen Auszeichnungen, die ich bis jetzt schon haben durfte, also die ich entgegennehmen durfte. Aber das Jahr ist ja noch frisch. Ich werde jetzt gerade am nächsten Montag, geht es los mit den Dreharbeiten für das Traumschiff. Ich werde jetzt zum ersten Mal als Schauspielerin jetzt auch mal in die Fußstapfen treten. Ja, mal gucken. Bin sehr gespannt drauf. Und natürlich die große Tour ab September geht es dann endlich wieder los mit meiner Band. Und dann haben wir ganz viel Spaß, denke ich. Helene, du strahlst immer. Du strahlst, ich kenne sie nicht anders. Sie strahlt immer. Gibt es denn nicht wirklich, bitte mach uns Mut, gibt es auch mal einen Tag, wo du sagst, ach, heute eigentlich nee. Ja, das gibt es auch. Also ich bin kein Unmensch. Also es gibt auch Tage, da ist sie müde. Natürlich, aber klar. Das, was du machst, macht dir einen unbändigen Spaß. Ja, das sieht man dir an. Stehe, und das transportiert sich bis in die allerletzten Reihen, bis ganz weit weg nach Hause, wo die Leute uns zuschauen. Das ist das Tolle, das ist deine Magie. Jetzt wollen wir die magischen Momente, die es bei allen Konzerten gibt, wenn Helene zum Schluss ihre großen Erfolge singt. Das wollen wir heute hier in Bremen auch erleben. Und das passiert jetzt auch. Wir freuen uns auf ein Best-of. Ein Best-of Helene Fischer. Danke. Vielen Dank, Tom. Kann es sein, dass dieser Wahnsinn
meine Damen und Herren. Vielen Dank, Helene Fischer. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zuschauen zu Hause. Ich bedanke mich hier bei Ihnen in Bremen. Sie waren ein tolles Publikum. Wir kommen ganz, ganz, ganz bestimmt und schrecklich gerne wieder. Ich bedanke mich bei allen Künstlern. Mein Traumpaar, da ist mein Traumpaar heute. Simone und Ralf, alles Gute euch beiden, ja? So, wir erfahren dann Näheres bei der nächsten Sendung am 24. März. Dann senden wir aus Berlin. Wäre schön, wenn Sie wieder mit dabei wären. Jetzt bleiben Sie aber bitte im ZDF. Ich gebe jetzt von hier nach Bremen, direkt nach Mainz, zu Klaus Kleber und Gundula Gause zum Heute-Journal. Sorry, ganz kurzes bisschen drüber, Herr Kleber, aber nicht viel. So, auf Wiedersehen, Dankeschön und tschüss.